Mitarbeiterinnen. Hier stehe ich nun stellvertretend für sogenannte militante Dachbesetzer. Militante Parkschützer wurden wir genannt laut Ermittlungsbericht. Der Anklagepunkt Hausfriedensbruch. Wie schon bekannt, besetzten wir 2012 den letzten Südflügelrest des Bonatzbaus, um eine Banneraktion durchzuführen. Wir wiesen auch die Pressekonferenz zu Wikireal und dem manipulierten Stresstest hin. Eine Gerichtsverhandlung ist nicht angenehm, aber das nehmen wir, die wir zivile Aktionen durchführen, in Kauf. Wir wissen, wir können verurteilt werden und wie heute geschehen, wir wurden verurteilt. Es wurden Tagessätze von 10 bis 20, die Tagessatzanzahl war unterschiedlich von 10 bis 20 je nach Angeklagten und es waren auch unterschiedliche Tagessatzhöhen. Ich kann jetzt natürlich nicht alle Punkte aufzählen von den Plädoyers, das können wir später, das werden wir veröffentlichen auf, bei Abrissaufstand. Aber zwei kleine Punkte möchte ich anmerken. Unsere stichhaltigen Argumente wurden einfach als Meinung abgetan. Und was ich eigentlich auch immer bemerkenswert finde, ist, wenn wir hier unten auf der Straße stehen, sind wir eine politische Bewegung. Wenn wir aber vor Gericht stehen, dann sind wir eben keine politische Bewegung und nur Straftäter. Aber was ist schon eine Gerichtsverhandlung und eine Verurteilung im Gegensatz zu unserer Sorge um die Zukunft von Stuttgart, das durch ein zerstörerisches und völlig überteuertes Projekt wie Stuttgart 21 bedroht ist. Unsere Legitimation ist das Wissen um die Dauerstraftat Stuttgart 21 und dem unrechten Verhalten der Politik und dem Konzern DB AG. Wir führen politische Prozesse. Unsere Einlassungen sind dazu wichtige Werkzeuge vor Gericht, die unsere Motivation und Legitimation aufzeigen. Ich erläutere ein paar Punkte aus den Einlassungen. Miriam, wie kann ich Kinder gut ins Leben begleiten, wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere Lebensgrundlagen, auf die wir angewiesen sind, erhalten bleiben? Stuttgart 21 ist ein gefährliches und zerstörerisches Projekt. Andrea, es ist ein Projekt, das für Stadt- und Kulturzerstörung steht. Was hier in Stuttgart geschieht, ist kein Einzelfall. Es geschieht bundesweit, in ganz Europa, weltweit. Es hat System. Unnütze Großprojekte garantieren Konzernen und Banken ihren Profit. Die Aktion des zivilen Ungehorsams ist Element einer reifen politischen Kultur. Simone, wenn der Aufenthalt auf einem Bahnhofsdach und das Aufhängen eines Transparentes dazu führt, dass ich von der Polizei als militant bezeichnet werde, in einer Datenbank zur inneren Sicherheit gespeichert bin und eine Akte beim Staatsschutz über mich angelegt wird, dann sagt dies mehr über den machtpolitischen Zustand dieses Landes aus als über mich. Öffentlichkeitswirksame Aktionen helfen gegen das Vergessen, das Vertuschen von kritischen Punkten und unwahren Aussagen seitens der Politik und dem Konzern DB AG. Ein weiterer Bruch im Glauben an das Recht kam für mich, als die hiesige Staatsanwaltschaft der Anzeige gegen die Bahnverantwortlichen wegen gefährlichen Eingriffs im Bahnverkehr keine Folge gab. Obwohl der Konzern monatelang Reisende durch Abrissarbeiten und das instabile Dach gefährdete. Nicht einmal ein Bußgeld hat die Bahn erhalten. Nichts. Ein Freifahrtschein für die Zukunft muss die Bahn doch trotz massiven Fehlverhaltens keine ernsthafte juristische Verfolgung fürchten. Das heißt, Gehorsamsverweigerung wiegt schwerer als Gefährdung von Menschenleben und Betrug durch die Bahn. Wo ist hier seitens der Justiz die Verhältnismäßigkeit? Wo ist das Recht? Aber
Durch dieses Ungleichgewicht lassen wir uns nicht beirren. Wir kämpfen weiter. Ich möchte oder wir möchten uns keine Vorwürfe machen müssen, weil wir nicht alles versucht haben, was in unserer Möglichkeit steht. Wir bekommen viel Solidarität, das ist wichtig. Wir haben alle dasselbe Ziel, Stuttgart 21 beenden. Viele verschiedene Wege führen dahin. Die Recherchearbeiten, die juristische Arbeit, die Mahnwache, die Aktivisten, die zivile Aktionen durchführen, ob spektakuläre Blockaden oder Besetzungen, die Demo-Teilnehmer, die Öffentlichkeitsarbeit, die Bürgerbegehren und so weiter. Jeder Weg ist gleichberechtigt und verdient Toleranz. Wer weiß schon, welcher Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt? Nur zu Hause schimpfen hilft nicht. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Wir tragen Verantwortung für die kommenden Generationen. Vielen herzlichen Dank, Nina Picasso, eine von vielen mutigen Parkschützern, die auf dem Südflügeldach nicht gerade Kopf und Kragen riskiert haben, aber doch erhebliche Geldstrafen riskiert haben und jetzt auch heute wieder einfahren mussten, sehen mussten, dass wir immer wieder kriminalisiert werden.